Hallo und herzlich willkommen zum Mionske Livestream. Heute mit dem Thema Ihr individuelles Multifunktionsrelais einfach online im Relais-Konfigurator kreieren. Mein Name ist Matthias Lorenz, unterstützend dabei heute Martin Wessel. Herzlich willkommen. Ja, Fragen während des Livestreams können Sie gerne im Chat stellen oder per E-Mail an live@mionske schicken. Wir werden diese im Anschluss beantworten. Ja, Martin, wir wären ja heute auf der Interschutz, um auch unser Multifunktionsrelais zu präsentieren. Wir haben ja, trotzdem wir nicht da sein können, schon viel Nachfrage zu diesem Produkt erhalten. Und deswegen stellt sich mal die grundsätzliche Frage, was der Anstoß für diese Entwicklung denn gewesen ist. Ja, der Anstoß für die Entwicklung sind im Endeffekt relativ viele Kundenanfragen gewesen zu einem Kennmodul ohne Kenn. Die Funktionalität der Kennmodule ist ja relativ groß, man kann parametrieren, hat mehrere Eingänge in verschiedenen Variationen und man hat auch die Möglichkeit, Sonderprogrammierung quasi umzusetzen. Und da wir auch sehr viele Anfragen von Sonderrelais, Zeitrelais, Symbolsrelais haben, ja, haben wir im Endeffekt nach einem Problemlöser gesucht für genau diese Anfragen, um ja, ein innovatives Produkt zu entwickeln, mit dem man schnell quasi sein Problem lösen kann. Und das natürlich auch kostengünstig, weil wenn wir den Kenn weglassen, ist es einfach noch günstiger. Für unsere Zuschauer so ein kleiner Abriss mal, was sind die Besonderheiten des Mionske Multifunktionsrelais? Die Besonderheiten des, ist eigentlich das Revolutionäre an dem Multifunktionsrelais, ist die Relaissuche. Die gibt es bei uns nämlich nicht mehr. Wir haben einen Online-Konfigurator, wo man das Relais mit seiner Funktion, die man benötigt, sich einfach erstellt. Man muss nicht mehr graben und suchen, gibt's was Vergleichbares, was man problemlösen kann, sondern man stellt sich's einfach so zusammen mit den Zeiten, wie man es benötigt. Man hat dazu zwei Eingänge zur Verfügung, kann eine Logikverknüpfung wählen, Standardlogiken, wie man sie aus der Digitaltechnik kennt, und hat dann einen Ausgang, den man schalten kann. Und als i-Tüpfelchen sind wir vom elektromechanischen Relais noch ein Stück weggegangen und als zusätzliche Variante auch noch eine Halbleiterlassung. Welche Funktionen kann man sich so grundsätzlich vorstellen, sind mit dem Multifunktionsrelais denn abbildbar? Grundsätzlich können wir sehr, sehr viele Relais damit abbilden. Wir haben ein Standardrelais, was einfach einen Eingang auf den Ausgang schaltet. Wir haben Schrittschaltrelais, die wir ersetzen können. Wir können Zeitrelais machen, Anzugs-, Abfallverzögert, Impulsrelais können ebenso ersetzt werden, die Impulse können für Ein- und Ausschaltvermögen parametriert werden, das auch in Kombination zueinander. Und eingangsseitig haben wir noch die Besonderheit eingebaut, dass wir Frequenzen messen können und auch die Spannung quasi überwachen können, also wir haben auch einen Analogeingang, um dort ja auf als Batteriewächter zu agieren oder eine Geschwindigkeitsschwelle oder sowas zu überwachen. Ja. Wie muss sich dann unser Zuschauer den Aufbau des Multifunktionsrelais denn vorstellen? Im Endeffekt ist es so, es gibt relativ wenige Hardware-Varianten. Wir haben einen potenzialfreien Eingang oder zwei nicht potenzialfreie Eingänge. Dafür muss man sich entscheiden, einfach weil die Pins das limitiert haben. Man hat eine Logikverknüpfung zur Verfügung. Und dann ein Ausgang, den man schalten kann. Das ist entweder ein elektromechanischer Wechsler, der bis 20 Ampere schalten kann, oder halt in der Halbleitervariante die 10 Ampere. Das Ganze gibt es in zwei Ausführungen, wie man es vor uns auch sieht. Wir haben uns am Standard Kfz-Relais orientiert, das heißt der Mini-Relais-Sockel ist nach wie vor da und zusätzlich für diejenigen, die eine wasserdichte Variante brauchen, haben wir uns noch für den deutschen DTS-Stecker entschieden, ja, weil der einfach auch weit verbreitet ist bei unserer Wirtschaft. Ja. Ein aktuelles Thema E-Mobility. Wir finden ja in diesen elektrifizierten Fahrzeugen verschiedene Bordspannungen. Wie sind wir mit dem Multifunktionsrelais dahingehend aufgestellt? Und unser Kunde wird das schon so einsetzen? Sind mehrere Varianten möglich? Nötig? Das ist erforderlich.
da sind wir wieder beim Kennmodul ohne Kenn. Also wir haben uns an den Kennmodulen orientiert. Wir haben einen Spannungsbereich von 9 bis 30 Volt und können somit in 12 Volt System, also in 24 Volt System eingesetzt werden. Okay. Für unsere Zuschauer hier stellt sich jetzt bestimmt die Frage, was ist denn der größte Vorteil des Multifunktionsrelais von mir? Der große Vorteil ist, man braucht kein Relais mehr suchen. Man geht zum Mionske in den Online-Konfigurator und findet das passende Relais, weil man sich sein Relais, so wie man es benötigt, einfach, ich sag jetzt mal, zusammenklicken kann. Und das noch verbunden mit einer schnellen Lieferzeit, ist das extrem wirtschaftlich und extrem zeitersparend. Okay, du hast schon gesprochen von zusammenklicken. Wie muss ich mir als Anwender das vorstellen? Welche Möglichkeiten habe ich, das Multifunktionsrelais zu individualisieren? Also wir haben zwei Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Wir haben einen Offline-Konfigurator für Prototypenbau, für Entwicklungsabteilung, wo man quasi das Relais mit einem USB-Adapter hat und mit seinem PC am Fahrzeug, am Problem selber quasi das Relais konfigurieren kann für die passende Anwendung. Und als zweite Möglichkeit haben wir den Online-Konfigurator, wo man zu den Parametern, die man benötigt oder vielleicht auch während der Prototypenphase herausgefunden hat, ein Relais direkt bei uns bestellen kann, eine eindeutige Artikelnummer bekommt und dieses quasi dann auch unter dieser Artikelnummer in der Serie einpflegen kann. Ja, gut, wir haben jetzt gehört, hohe Wirtschaftlichkeit, schnelle Verfügbarkeiten, sehr individuell parametrierbar. Gibt es noch weitere Vorteile, die wir unseren Zuschauern auf den Weg geben können? Ja, klar. Also wir sind mit dem Relais relativ klein. Wir haben uns an einem Kfz-Relais orientiert. Wir haben eine 30x30 Gehäusegröße verwendet, um quasi jedes, ich sag jetzt mal, Standard-Relais ersetzen zu können. Wir haben diese Multivoltage-Eigenschaften mit unserem Spannungsbereich von 9 bis 30 Volt. Und jede Parametrierung, die bei uns ja bestellt werden kann, wird auch ab einem Stück geliefert zu einem günstigen Preis und das innerhalb von 48 Stunden. Und als, ja, ich sage jetzt mal, kleines i-Tüpfelchen gibt es dann noch die Möglichkeit, wenn es mal in den Außenbereich oder in eine Maschine geht, die es benötigt, haben wir noch die IP68-Variante, einfach um ja auch was Wasserdichtes zu bieten. Ja, also auch Variantenvielfalt ist hier berücksichtigt worden. In welchen Anwendungsbereichen spielt unser Multifunktionsrelais seine Stärken aus? Das ist, wenn man die Entwicklungszeit von dem Fahrzeug oder von der Komponente von unseren Kunden betrachtet, zum einen in der Entwicklung und im Prototypenbau, wenn man das quasi das richtige Teil schon am richtigen Ort hat, man muss es sich nur noch parametrieren. Und sobald das geschehen ist, kann man seine Parameter zu uns schicken, bekommt es fertig geliefert, kann damit auch in kleinen Geräten aufgrund der Baugröße problemlos ein oder mehrere Relais unterbringen und das für eine Serienfertigung quasi bei sich vorsehen. Für unsere Zuschauer ist es vielleicht jetzt die Frage, was wäre denn so ein klassisches Anwendungsbeispiel, wo ich das Multifunktionsrelais zum Einsatz bringen kann? Was könnten wir da nennen? Ein klassisches Anwendungsbeispiel ist, jeder kennt es vielleicht von seinem privaten PKW, eine Coming-Home-Funktion. Man steigt quasi aus dem Fahrzeug aus und die Umfeldbeleuchtung geht für 10 oder 20 Sekunden oder 15 Sekunden an, dass man den Weg zur Tür quasi findet. Das können wir aber auch gern mal zusammen konfigurieren. Ich habe den Online-Konfigurator auf dem Tablet offen. Wir haben zum Fahrzeug verbauen, dann nehmen wir einen Relais-Sockel. Die sind da. Nehmen für LED-Scheinwerfer ein Halbleiter-Relais, das ist vollkommen ausreichend. Benötigen zwei Eingänge, die wir unverknüpfen, weil wir sowohl die Zündung überwachen müssen, als auch den Türkontakt. Die Zündung soll deaktiviert sein. Das heißt, den Eingang invertieren wir. Und der Eingang 2 überwacht den Türkontakt, der geschlossen wird, wenn sich die Tür öffnet. Und das löst ein
einmaligen Impuls aus. Von 10 Sekunden, machen 15 Sekunden, 15.000 Millisekunden und haben dann beim Öffnen der Tür bei ausgeschalteter Zündung quasi einmalig, egal was dazwischen passiert, einen 15-sekündigen Animpuls auf dem Ausgang. Wir können die Anfrage jetzt absenden und würden quasi ein Halbleiter-Relais bekommen, was uns diese Funktion bietet. Ja, gutes Beispiel. Danke dafür. Ja, wir sind damit, Martin, schon am Ende unseres Live-Chats angekommen. Wir würden gern dann Fragen beantworten, insofern uns welche noch zugespielt werden. Gibt's sie dir einfach weiter? Gut, dann haben wir hier eine Frage zum Thema Schulung für die Parametrierung. Wird da was angeboten mit Parametrier-Kit-Verbindung? Also es ist so, dass Multifunktionsrelais wurde versucht, mit dem Online-Konfigurator und mit dem Parametrier-Tool so einfach zu halten, dass eine Schulung im besten Fall nicht nötig ist. Für alle weiteren Fragen, du bist Produktmanager für die Multifunktionsrelais, kann man sich gerne an uns wenden. Wir sind da, können Fragen beantworten. Und sollte wirklich eine Schulung nötig sein, dann einfach anfragen und dann finden wir eine Lösung dafür. Also vieles kann man einfach Support mitfahren und genau. Begreifen, Problem folgen. Welche Varianten des Multifunktionsrelais eignen sich speziell für höhere Schutzgrade? Habe ich hier eine Frage. Da haben wir die IP68-Variante mit dem Deutsch-DT-Stecker. Die haben wir sowohl als Halbleiter-Variante als auch mit dem Wechselkontakt. Und die sind dann quasi Vorzugsmodelle, wenn es um den Schutz geht. Ja, noch eine weitere Frage zu den Anwendungsmöglichkeiten. Für welche Anwendungen ist das Multifunktionsrelais besonders gut geeignet? Und in welchen Bereichen spielt es seine Stärken aus? Das ist, besonders ist es da geeignet, wo man, ich sag jetzt mal, Sonderrelais miteinander verknüpfen möchte. Weil wir haben die Möglichkeit, eine Ein- und eine Ausschaltverzögerung mit einem Impuls zu verknüpfen. Wir haben genauso aber auch die Möglichkeit, dort noch eine Logik zwischen zwei Eingängen reinzubringen. Überall, wo man sowas kombinieren muss und mehrere Standardrelais braucht, dort sind die Stärken quasi des Multifunktionsrelais. Okay, wir hatten auch das Thema angerissen, logische Verknüpfung, was ist da machbar, umsetzbar, das ist ja die letzte Frage. Ja, haben uns dort an der Digitaltechnik quasi orientiert, alle logischen Gatter, die man dort kennt, end, or, nicht und, nicht oder, exklusiv oder, eine Nichtverknüpfung, die haben wir quasi auch in komplett eingebaut und können benutzt werden. Ja, ich sehe gerade, da kommt noch was rein. Jetzt weiter. Ist auch eine Programmierung mit mehreren Logikfunktionen möglich? Es ist, grundlegend ist es möglich. Wir haben auch bei diesem Gerät, wie wir das bei den Kennmodulen die Möglichkeit haben, eine Möglichkeit quasi in-house als Dienstleistung anzubieten, mit der Hardware quasi eine kundenspezifische Programmierung aufzubringen. Die kann einfach angefragt werden und dann, ja, realisieren wir das auch. Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank für die Antworten auf diese doch zahlreichen Fragen. Auch danke für die Fragen. Alle Informationen zu dem Thema finden Sie in der Infobox oder auch auf www.mionske.com. Dort in unserem Produktkatalog natürlich die Teile. Auch entsprechende technische Dokumentationen stehen zum Download bereit. Gern können Sie mich bei Fragen auch direkt kontaktieren. Diese und weitere Livestream-Folgen finden Sie alle auf mionske.com. In diesem Sinne danken wir fürs Zuschauen. Freuen uns auf ein Wiedersehen zur Interschutz 2021. Bis dahin sagen wir, bleiben Sie schön gesund und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.